freue mich, dass ich hier bin mit der lieben Andrea. Mich auch. Und dass du uns von deiner Divine Design Reise erzählst, die war ja oder ist natürlich noch. Klar. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Rising Up zu Ende ging, war sie spannend. Spannend wie ein Krimi, oder? Absolut spannend, ja. Also das war für mich auch so eine ganz, ganz klare Entscheidung. Als ich das gehört habe oder von dem Programm Rising Up, da war für mich sofort klar, da gehe ich rein. Das muss, egal wie, spielt keine Rolle. Ich brauche das. Ich möchte das. Ich möchte jetzt einfach, ja, für mich einfach weiterkommen. Und ich habe gemerkt, ja, da sind noch Sachen, die ich mit Sicherheit auflösen möchte. Und mir war klar, ich schaffe das irgendwie alleine nicht. Und jetzt ist ja wahrscheinlich auch klar, warum du es nicht alleine schaffst, warum man es fast nicht alleine schafft, weil dieser tricky Verstand, oder? Das Genau. ist wahrscheinlich das Hinterhältigste. Genau, das ist es. Also das Prinzip habe ich ja schon lange verstanden. Darum ging es ja überhaupt gar nicht. Aber ich habe gemerkt, da sind immer wieder irgendwelche Glaubenssätze und noch Sachen, die ganz tief vergraben sind in mir drin, die mir überhaupt nicht bewusst sind. Und da kommt man alleine kaum drauf. Also wer das wirklich tiefgreifend gemacht hat, kommt immer zu dem Schluss und sagt, unmöglich. Da alleine hinzukommen, unmöglich. ja. Und es waren dann ja auch immer wieder so Aha-Momente für mich, als wir dann auch Sachen oder du eigentlich mich drauf gestoßen hast, ja, was da eigentlich so abläuft, wo ich total erstaunt und teilweise auch geschockt war, was da so abgelaufen ist in mir, mein ganzes Leben lang, ja. Und wie die Sachen dadurch entstanden sind. Also unglaublich, ja. Und dann, also das Prinzip lügt nie, oder? Nein, Das ist einfach, es lügt einfach nie. Nein, es lügt nie. Überhaupt nicht. Nein, nein. Wir hätten das ja so gerne, dass es Ausnahmen gibt, aber die gibt es nicht. Nee. Schöpfung passiert nach dem Prinzip, was wir glauben über uns, über die anderen und über die Welt. Ja. Ausnahmslos, ausnahmslos. Ausnahmslos, ja. Und das zu verstehen, das macht einen ja dann auch irgendwo frei. Also ich merke, ich werde einfach immer freier in mir. Mein ganzes Leben. Ich spüre einfach jetzt auch so eine Power in mir, weil ich weiß, ich habe das in der Hand. Ich entscheide das, wie mein Leben weitergeht und meine Ziele etc. Da gibt es nichts, was mich aufhalten kann. Nur ich selber. Und das macht schon allein, das ganz sicher zu wissen, ganz sicher zu wissen, Ja. ist eben schon mal eine Befreiung, die man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Ganz sicher zu wissen, es gibt nichts, was gegen mich spricht. Es gibt niemanden, der mir irgendwas nicht erlaubt oder nicht gönnt. Ja? Ja. Es gibt auch nicht mal Neider. Es gibt gar nichts von dem. Ja. Und dann einfach auch so Situationen, die man dann auch im Außen erlebt. Ich meine, es werden immer wieder irgendwelche Trigger kommen, denke ich. Also das wird sich wahrscheinlich durchs ganze Leben ziehen. Aber das so schnell zu erkennen und dann da auch wieder rauszugehen und zu merken, halt mal, stopp, das war jetzt keine Kritik, das war jetzt auch nichts Schlimmes, sondern das ist nur eine Überzeugung einfach über mich, die ich noch habe. Und ich kriege sie einfach gespiegelt. Und ich hatte neulich auch ein Gespräch im Geschäft noch, das ging noch um ein Probezeitgespräch und ich musste praktisch einen Bogen ausfüllen, meine Selbstbeurteilung. Und dann saß ich natürlich da, ich bin perfekt. Ich mache überall das Kreuz auf der linken Seite. Da ist alles perfekt. Und dann kam natürlich so, das kannst du ja nicht machen. Also da kam ja dann schon Zweifel und dann, doch, das kannst du machen. Mach's jetzt einfach. Naja, und dann hatte ich das Gespräch mit der Filialleitung und die hat meinen Zettel angeguckt und hat den Kopf geschüttelt.
ist es jetzt dein Ernst? Und ich so, ja, es ist absolut mein Ernst. Ja, und dann sind wir Punkt für Punkt durchgegangen. Und dann gab es halt zwei, drei Punkte, die sie dann kritisiert hat. Und ich musste innerlich so lachen, grinsen. Also es war für mich überhaupt keine Kritik, weil dann kam nämlich der Punkt so, ja, so Selbstkonzept, natürlich jetzt in Bezug auf die Firma. Und ja, so meine Ziele, die Zielsetzung. Und ich habe genau gewusst, was sie mir da spiegelt und was sie mir da sagen will. Und es war für mich so klar, weil ich weiß, da gibt es Punkte, da darf ich noch an mir arbeiten oder Sachen einfach ablegen, ja. Und das war ein ganz anderes Gespräch, wie wenn ich das jetzt vor 2 Jahren gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich da gesessen und gedacht, scheiße, ich bin nicht gut genug. Ja, ich bin ganz anders in diesem Gespräch gewesen und rausgegangen auch. Ja, das hat wieder für mich nochmal so eine Klarheit gegeben. Vielen Dank, ja. Jetzt weiß ich noch, wo ich hier noch zweifle, wo ich an mir noch Genau. zweifle, wo was für Gedanken noch da stehen, wo ich irgendwie noch denke, ich müsste anders sein. Ja, oder diese Klarheit über manche Sachen. Wirklich ganz klar zu sein, was will ich überhaupt, ja. Und es Ist war. immer das, was will ich überhaupt? Und diese Klarheit kommt halt mehr und mehr mit dem Verschwinden der Unklarheit. Ja. Weil das ist eben auch so ein Zauber, oder? Ich versuche immer Klarheit zu finden. Die Klarheit ist aber schon lange da. Meine einzige Aufgabe ist, die Unklarheit loszulassen. Ja, und das sind solche Sachen, da kommt man zum Teil überhaupt nicht weiter, weil man es falsch angeht. Ja, man weiß, ich will Klarheit, Klarheit ist wichtig. Und dann gehe ich Klarheit suchen, dabei ist Klarheit schon gegeben. Aber ich beschäftige mich mit Unklarheit, weil ich halt noch glaube, dass diese Klarheit, die ich eigentlich schon habe, mir nicht zusteht oder nicht rechtens ist oder nicht toleriert wird oder was weiß ich nicht, was man da einfach im Kopf drin hat. Aber grundsätzlich ist die Klarheit eigentlich gegeben über das, was ich möchte im Leben, über das, wie ich leben möchte, wie ich mit anderen leben möchte, was für Qualität von Leben und Beziehungen ich lebe. Und diese Klarheit ist eigentlich da. Nur Ja, ich gestehe sie mir nicht ein. ich stehe sie mir nicht ein oder ich traue es mir vielleicht dann nicht zu, sie mir einzugestehen, ja, dass da, ja, Da dass sind das. ganz viele Geschichten noch dahinter, oder? Diese ganzen Geschichten, ja, man muss Kompromisse machen und ich muss, Perfektion gibt es nicht, ja, das ist eins der tollsten Aussagen in einem Universum, das aus Perfektion besteht. Wenn dann unser Verstand uns immer wieder erzählen will, Perfektion gibt es nicht, nimm das Kleinere, das nicht so Gute, das, was halt so einigermaßen so ist, wie du es möchtest. Und dann bin ich halt die ganze Zeit unzufrieden. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht warum, weil mein Verstand sagt mir ja, sei doch mal zufrieden. Ja, Sei genau. doch mal zufrieden Es mit reicht dem, doch, was was du du hast. hast. Ja, genau, es reicht doch. Was willst du noch mehr? Und Ja. trotzdem bleibt das Gefühl der Unzufriedenheit, weil es eben so für uns gar nicht gedacht ist, halbe Sachen oder kleine Sachen oder Mittelmaß zu akzeptieren. Und das weiß unser Divine Design, das weiß unsere Seele. Und deswegen kommt es auch immer wieder zu diesen innerlichen Kämpfen, ja, wo ich mich zwinge, Dinge zu akzeptieren, die ich einfach per se nicht möchte. Ja. Weil es da Geschichten gibt und sagt, nö, das muss man jetzt halt akzeptieren, aber ich muss keine halben Sachen akzeptieren. Weil ich Ja. bin auch keine halbe Frau. Genau, und dann auch wirklich mit sich integer sein, so. So, und ich stehe jetzt zu mir und das, was ich will, wirklich, das wurde mir auch noch so klar. Also es gab so viele Situationen in meinem Leben, wo ich nicht integer war mit mir, ja. Und dann denkt man sich, das Leben ist nicht integer. Ja, und dann wirklich auch Kompromisse eingegangen bin, weil
Ich glaube, besser so als gar nicht. Aber Ja, das ist auch ganz, ganz, ganz schlimmer Satz, oder? Eine schlimme Überzeugung. Besser so als gar nicht. ja, eben. Aber eigentlich ist lieber gar nicht als so. Aber das zu akzeptieren und dann zu sagen, nein, meine Devise ist lieber gar nicht Ja. als halb. Ja, genau. Also auch meine Heirat, ich wollte nicht heiraten. Ich stand in der Kirche und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich wäre am liebsten gegangen, aber das kann ich ja nicht machen. Das Das geht. Ja, das kann ich ja. Du kannst du kannst nicht so machen. wie in so einem amerikanischen Spielfilm, ich renne jetzt hier raus und gehe. Nein, das kann ich nicht machen. Was denken denn alle? Und dann habe ich das durchgezogen. Und glücklich war ich nicht. Ja, klar nicht. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir in unserem Leben, in unserer Geschichte, in unserer Historie gemacht haben. Und eben da auch mal ganz ehrlich hinzuschauen. Und zu sagen, Scheiße, was habe ich mir alles angetan? Ja, das sind ganz, ganz viele Punkte. Das ist auch ein ganz großer Teil der Reise, wirklich mal zu schauen, was habe ich mir selber angetan? Was niemand anders mir angetan hat, das habe ich alles mir selber angetan. Und das halt dann aus einer Perspektive zu sehen und zu sagen, ja, aber ich wusste es halt nicht besser. Ja, Ich ich muss habe mir da auch das nicht nicht böse gewusst. sein, keine Vorwürfe machen. Ich bin nicht schuld, niemand anders ist schuld. Es ist tatsächlich einfach, das Leben funktioniert so. Ich tue mir so lange weh, sozusagen. Ich tue mich so lange in Anführungsstrichen vergewaltigen. Das war ja auch ein großer Punkt, bis ich dahin komme, um zu erkennen, dass ich das gemacht habe. Ja, Und genau. niemand, wirklich de facto niemand mich dazu gezwungen hat. Aber so viele Bedingungen dran, ja, aber dann, wenn du das machst, dann bist du ja alleine und du hast dir das ja anders vorgestellt. Du wolltest jetzt dann heiraten und Kinder, ja, dann bist du ja wieder alleine und dann kannst du wieder einen Mann suchen. Also so ein Blödsinn, sich so abhängig zu machen und diese ganzen Glaubenssätze, die da dran hängen noch. Das war unglaublich, ja. Und Und das das sind zieht sich eigentlich so durchs Leben durch. ganz genau, das wollte ich sagen, oder? Dann zieht man so dieses Muster, oder? Das ist einfach ein Muster, wo ich halt auf Basis dessen, was ich glaube, wie das Leben halt funktioniert oder zu funktionieren hat, was ich mir dann an die Backe hänge. Was ich eigentlich nie haben wollte, ja? Was ich eigentlich nie haben wollte. Und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Da gibt es nur ganz oder gar nicht, komplett Ausstieg aus dieser Welt, der unfreien Welt, aus dieser Welt, wo ich mich anpassen muss, aus dieser Welt, wo ich nicht gut genug bin, aus dieser Welt. Ich muss da komplett aussteigen. Ich kann da nicht halb aussteigen. Ja? Nee, nee. Und das dann zu erkennen und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann gibt es nur noch so und ich will jetzt weiter. Und da ist noch viel, viel mehr möglich. Und so, und jetzt, ja. Ich bin mir einfach so, so wichtig. Und auch das zu erkennen, einfach, wer war ich denn die ganze Zeit? Ich habe überhaupt nicht nach mir geguckt. Was will ich denn überhaupt in meinem Leben? Mich als Person wichtig genommen, ja. So, dieses. Das Fatale an diesem Denken ist ja, wenn ich andere wichtiger nehme als mich selber, dann bin ich ein guter Mensch, dann bin ich ein lieber Mensch, dann bin ich anständig, dann bin ich wertvoll für die anderen. Und es ist unmöglich, aus so einer Haltung heraus genau wertvoll für die anderen zu sein, unterstützend zu sein, wegweisend zu sein aus dieser Position heraus. Da beißt sich die Katze sowas von krass in den Schwanz. Und Ja, absolut. da möchte ich jetzt auch nochmal ganz wichtig für alle, die irgendwie Coach, Berater, Unterstützer, Heiler, Therapeut, was auch immer. In uns allen liegt ja dieser Samen drin, dass wir anderen helfen wollen, dass wir quasi wollen, dass alle anderen gut leben. Und die Überzeugung, dass es quasi passieren kann, dass ich das machen kann, wenn ich mich aufopfere,
die hängt so fest drin, ja, wenn ich mich nach hinten anstelle, dass ich dann dienlich bin den anderen, wertvoll bin den anderen. Und das ist einfach nicht so. Ne. Das Genau. ist das Schlimmste und das ist das Wichtigste, was man erkennen muss. Ich bin nur wertvoll für andere, wenn ich mir meines eigenen Wertes bewusst bin. Sonst kann ich für nichts und niemanden, für keine Sache, für kein Projekt, für keinen anderen Menschen, für keinen Partner, für kein Kind sogar wertvoll sein, wenn ich meinen eigenen Wert nicht erkenne. Das ist so wichtig, ja, weil wir haben so viele Heiler, die sich aufarbeiten und kaputt machen und versuchen und zu machen und zu tun und lernen und so weiter und so fort, die auf keinen grünen Zweig kommen. Und das kannst du wahrscheinlich auch noch mal bestätigen aus deiner eigenen Erfahrung, weil du ja auch so ein riesengroßes Herz hast, wo für die ganze Welt und für Mensch und Tier schlägt und du immer da warst und alles gegeben hast und letztendlich nichts bewirkt hast auf diese Art und Weise. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Nein. Weil ich ja dann auch eine ganz andere Schiene gefahren bin, einfach auch, ja. Ich bin ja dann auch so in diese Geschichten mit eingestiegen, auch in dieses Drama oder so. Das ist auch ganz wichtig, genau. Dass man ins Drama einsteigt, ja, das ist auch so verlockend, damit Ja, man empathisch und genau. mitfühlend ist. Genau. Weil sonst bist du ja nicht empathisch. Ja, genau. Und man merkt gar nicht, wie sehr man das Drama damit bedient und verstärkt und verdoppelt, ja. Du steigst in das Drama ein, du steigst in ein Drama ein, es ist ja sogar noch egal, wem das Drama gehört, auf jeden Fall bist du dann in einem Drama und dann existiert Drama. Und zwar hoch zwei und hoch drei und hoch Ja, du vier. gibst ja noch mehr Energie in dieses ganze Thema rein, ja. Und Drama kann nur gelöst werden, wenn man aussteigt. Und wenn ich aus Drama aussteige, dann müssen alle aussteigen. Es geht nicht anders. Und ich freue mich einfach so mega, weil du eben auch einfach all deine Lebensbereiche bereinigt hast. Und das ist auch etwas, was man erkennen muss. Ich kann nicht einen Lebensbereich scheinbar toll leben und dann irgendwie einen anderen Scheiße leben, weil ich halt nur die eine bin. Und entweder lebe ich mein Leben komplett im Divine Design, also in der höchsten Perfektion, in der höchsten Energie, die manche Liebe nennen, oder Begeisterung oder Erfüllung oder Entzückung, Verzückung, oder halt nicht. Ich finde, das ist auch noch so wichtig, das kann man nicht oft genug sagen. Das kann ich sagen, ah, finanziell ist scheiße, aber keine Ahnung, in meiner Beziehung bin ich glücklich. Geht nicht. Nein, das stimmt ja auch nicht dann. Das Nein. stimmt ja auch nicht Nein, dann, es ne? stimmt nicht. Wenn man dann ganz ehrlich ist, stimmt es nicht. Nein. Dann sind da auch wieder Kompromisse, ja klar. Und dann sind da Sachen, die man sich erzählt, oder? Oh, warum die Beziehung so toll ist und so weiter. Und letztendlich sehe ich aber trotzdem immer Mangel, zum Beispiel im finanziellen Bereich. Also, bin ich dann erfüllt oder bin ich im Mangel? Genau. Also, ich bin dann im Mangel. Weil wenn Mangel herrscht, herrscht Mangel. Und ich erkläre das immer so gerne mit, wenn ich ein Glas Champagner habe und da reinspucke, dann ist es kein Champagner mehr. Dann ist da reingespuckt. Und dann ist es einfach, was ist es dann? Ist es dann Champagner oder Spucke? Es Gepanschte. ist einfach gepanscht, aber es ist sicher kein Champagner mehr. Und ich kann ein ganzes Glas Champagner versauen mit einem ganz kleinen bisschen Spucke rein. Dann ist es versaut. Oder ich nehme Farbe, das ist noch viel besser, dann sieht man es auch, oder? Ich tue einen ganz klitzekleinen Tropfen Farbe in den Champagner, dann ist er gefärbt. Ja. Und
Und das funktioniert eben mit unserer Energie halt auch so. Und der Job ist halt wirklich diese Energie reinzuhalten. Und das mache ich, indem ich meinen Kopf reinhalte, indem ich meine Gedanken so lenke, meine Überzeugungen so lenke, dass sie letztendlich auf das Ergebnis kommen, ich bin perfekt. Ich bin perfekt. Was ist das größte Problem dabei? Das Außen, oder? Das Außen, ja. Das Genau. Außen. Und das Außen ist im Prinzip, ist es auch nichts anderes wie eine Geschichte, zu der ich dann sagen kann, diese Geschichte bedeutet, ich bin toll, oder die Geschichte bedeutet, ich bin nicht toll. Und dann wirklich dahinter zu stehen und sagen, egal welche Geschichte da gespielt wird, die heißt, ich bin toll. Wenn wir jetzt nochmal die Geschichte da von deinem Halbjahres- oder Qualifikationsgespräch nehmen, was hat sie denn gesagt, was Kritik scheinbar gewesen wäre? Dass wir das einfach mal zeigen, wie sowas gedreht werden kann und wie du das gedreht hast. Ja, meine Ziele klar festlegen, einfach. Was für Ziele habe ich denn? Und mich besser organisieren. Das hat sie dir gesagt. Genau. Und dann hast du natürlich gedacht, wow. Ich wusste gleich, um was es geht. Wow, ja. Es geht ja gar nicht um den Job an sich, sondern Nein, es nein. geht so, genau, ich bin da noch wischiwaschi. Ich traue mich noch nicht punktgenau, wirklich zu sagen, das will ich. Das will ich tatsächlich. Genau. Habe ich noch ein bisschen Angst, wirklich, sage ich mal, dem Pfeil genau dahin zu schießen, wo ich ihn wirklich haben will. Da wackelt noch ein bisschen so das Händchen, weil ich denke, kann ich das wirklich, wirklich genauso anstreben? Genau, war mir Also, klar. Ja. super, super Message, oder? Absolut. Und das von der Organisation ist ja natürlich auch gleichzeitig das, weil wenn ich unsicher bin, ob ich das alles so haben kann und darf, dann gehe ich natürlich nicht organisiert, klar fokussiert, sondern bin dann halt so ein bisschen. Ja, genau. Ja? Und das gilt für jede Person, ja? Das gilt für jede Person. Das ist so, ja, wenn ich meine Ziele mir nicht klar erlaube, dann werde ich ein bisschen rumeiern. Ja, genau. Das ist überhaupt keine Kritik, sondern es ist ein geiler Input eben und das hast du sehen können. Das war für mich überhaupt nicht. Und ich saß auch da und ich habe sie nur angegrinst und sie hat gesagt, ist schon klar jetzt, was ich meine. Und ich habe gesagt, ich bin mir ganz klar, was da gerade. Es ist alles in Ordnung. Absolut. Ja. Ja, du Und es hast recht. waren nur diese zwei Punkte und in allem anderen hat sie mir absolut recht gegeben. Du bist absolut perfekt da. Ja, das. Und ja. Das war. Ja, Ich war sehe, nochmal so wir richtig haben ja ein paar wahrhalten. Live-Zuschauer, Andrea. Vielleicht wollt ihr, liebe Live-Zuschauer, noch was fragen oder so. Dann tippt es. Ich habe euch jetzt hier im Chat. Ich sehe das, wenn ihr was reintippt, was ihr gerne wissen wollt von der Andrea, dann macht es gerne. Dann schaue ich, was ihr geschrieben habt und wir werden das auf jeden Fall beantworten. Weil nichts ist doch wichtiger, als diese Message rauszubringen, wie das wirklich funktioniert, dass niemand mehr leiden muss, dass niemand mehr irgendwelche Wünsche und Träume sich die entsagen muss. Ja, und das ist für mich auch absolut wichtig, das weiterzugeben. Das ist mir so, so, so wichtig, ja. Und das ist eben wieder das Nächste, was man auch nicht aufhalten kann, weil wenn man mal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, dann hat man so einen Drang zu informieren. Und man kann auch nicht mehr so tun, als wüsste man es nicht, ja. Das muss man halt auch ganz klar sagen.
die Gespräche ändern sich, die man mit Genau. anderen Leuten hat. Genau. Es ist, man hat immer was zu sagen, oder? Man hat immer einen Beitrag zu leisten. Man kann immer etwas sagen. Es ist eigentlich fast nicht zu stoppen, dass man diese Information rausgibt, weil es ist Ja, das Einzige, was halt ich wirklich merke stimmt, auch ne? die Offenheit der Leute jetzt auch so in meinem Umfeld, wie die sich da öffnen, wo ich am Anfang noch so Zweifel hatte, ja, wenn ich jetzt da damit komme, komme ich dann auf, stoße ich auf Ablehnung oder was redest denn du da? Ja, aber überhaupt nicht. Also ich merke immer mehr, öffnen sich dafür, wollen mehr wissen und ja. Das ist ja eigentlich auch total normal, weil dieses Wissen, wie alles aus uns heraus entsteht, mit diesem Wissen sind wir ja geboren. Das ist ja quasi der Samen, der in uns drin ist. Und wenn er mal wirklich gesprossen heißt, glaube ich, ist, dann und sichtbar ist und da ist, dann klinken auch die anderen drauf ein, weil die haben ja auch diesen Samen, ja. Das ist ja wirklich in jedem gesät. Jeder weiß ja eigentlich, wer er ist. Jeder weiß ja eigentlich, wie die Welt funktioniert. Jeder ist als Schöpfer geboren. Wir haben es nur tatsächlich vergessen. Es hat uns niemand daran erinnert. Ja. Und dann haben wir andere Sachen geglaubt, ja, weil wir haben dann andere Rückschlüsse gezogen, wir haben andere Erklärungen gesucht und ich finde ja genügend Erklärungen, die mir irgendwelche Zusammenhänge und Analysen erzählen und sagen und dann glaube ich das natürlich und dann richte ich mich wieder nach diesem Narrativ, dann richte ich mich wieder nach diesem Narrativ. Aber das Narrativ der Energie, das ist das Simpelste auf der ganzen Welt. Es ist einfach ja oder nein, on oder off. Und du Und das merkst ist. es ja dann auch in den Gesprächen, als würdest du wieder was aktivieren. Also Genau. wie sich dann irgendwas öffnet, ja. Da geht bei den anderen irgendwie, ja, wie ein Licht auf. So, da war doch was. Ganz genau. Und da Ja. geht ein Licht aus und manchmal geht es auch wieder aus und so weiter. Aber das ist völlig egal. Das sind auch die Sachen, die wir überhaupt nicht bewerten müssen oder so, sondern das ist immer gut. Es ist immer gut. Und auch wenn es mal schlecht aussieht, wie zum Beispiel ein Streit oder eine Auseinandersetzung oder irgendwas, es ist immer gut. Und das ist nicht etwas, was ich nur glaube, sondern es ist auch etwas, was wir jetzt auch in unserer Zusammenarbeit gesehen haben. Es waren so hässliche Situationen zum Teil, die Ja. so gut waren, die so, so gut waren. Aber die haben ja auch so sein müssen. Ja, Ganz und dann die genau, die haben Klar so sein dadurch müssen. kam erst die Klarheit. Im ersten Moment heftig. Dann denkt man, puh, was war das jetzt? Aber genau dadurch kam dann die Klarheit, ja. Ja. Und was halt auch noch wichtig ist, jetzt für die, die sich da jetzt noch überlegen, was soll ich machen oder so, wichtig ist, dass ich eben erst erkenne, wer ich wirklich bin, in meinem Selbstkonzept, in meinem Divine Design Selbstkonzept. Weil dann kann ich hinschauen. Aber solange ich noch identifiziert bin mit diesen Geschichten, weil ich irgendwie noch glaube, diese Geschichten machen aus, wer ich bin und sagen mir, ob ich gut bin, ob ich schlecht bin, je nachdem, dann werde ich mich nicht trauen, dahin zu schauen, weil ich immer Angst habe, ich sehe etwas, was bestätigt, wie schlecht ich bin oder wie nicht gut genug ich bin oder wie ich versagt habe oder wie ich nicht geliebt bin oder wie ich abgelehnt bin. Und solange das noch so aktiv ist, werde ich nicht tief genug gehen können. Ja, das stimmt. Ja, Ich muss absolut. mich davon lösen, von diesen ganzen Identifizierungen aus meiner Persönlichkeit, aus meiner Geschichte, aus meinem Lebensstatus, Berufsstatus, was auch immer. Ich muss mich komplett lösen.
Und eine große Geschichte, die bei den meisten Frauen aktiv ist, bei mir war das auch aktiv, bei dir war das aktiv, das ist, ich definiere mich über meine Beziehung zu einem Partner oder zu keinem Partner. Ich habe da ein klares Narrativ, was es bedeutet, wenn ich jemanden habe, wenn ich niemanden habe. Und ich mache das alles irgendwas bedeuten und gern und halt bedeuten, dass ich nicht gut genug bin. Egal, bin ich in der Partnerschaft, finde ich dort Anhaltspunkte, die sagen, ich bin nicht gut genug. Bin ich dann Single in keiner Partnerschaft, dann finde ich auch hier wieder Anhaltspunkte, die mir immer wieder sagen, ich bin nicht gut genug. Also es ist völlig unerheblich. Solange ich dieses Schoß noch am Laufen habe, wird mein Verstand immer wieder Geschichten finden, die mir erzählen, deswegen bist du nicht gut. Und gerade das, oder wenn ich getrennt bin, wenn ich Single bin, das bedeutet, ich bin nicht gut genug. Genau. Krasses Narrativ. Ganz, ganz krasses Narrativ. Oder ich bin in einer Partnerschaft. Und dann läuft es halt nicht so, weil ich halt so schlecht bin. Genau. Und dann, wenn ich das nicht aufarbeite, dann gehe ich in die nächste Partnerschaft und habe genau das Gleiche. Und dann fragt man sich, oh, ist es immer der gleiche Mann? Das kann doch nicht sein. Schon wieder so ein Mann. Alle Männer sind scheiße. Alle Männer sind scheiße, ja, das dann auch noch, ja. Alle Männer sind scheiße und bla bla bla, die Geschichten, die man dann noch hat, oder? Und also diese Sache, wirklich mal Single zu sein, das heißt, alleine zu sein, in dem Sinne für mich zu sein, ich zu sein, da bringt sogar unser Verstand noch Geschichten rein, die dann erzählen, das sei nicht gut. Weil das bedeutet ja, keiner will mich. Ja, genau. Aber die Wahrheit ist, ich will keinen, von dem ich die Vorstellung habe, die ich habe. Also geht's zu mir. Ich muss meine Vorstellungen revidieren und dann kann ich so einen kriegen, wie ich will. Genau. Und letztendlich ist dann der Witz, wenn ich aber so oder so gut genug bin, dann bin ich frei. Dann heißt es nicht, ob ich alleine bin, ob ich mit Partner bin. Und es gibt ja so unglaubliche Sachen, die wir immer wieder auch hören, ja, was man sich da denkt. Und dann will man nicht zu irgendwelchen Events hingehen oder zu Einladungen hingehen, weil man dann die ist, die alleine ist. Und das zieht ja Ein Rattenschwanz Kreise. hinter sich, ja. Ja, und sich Ja. auch mal zu fragen, wozu brauche ich denn einen Mann? Für was denn? War mir Ja. auch früher nicht bewusst. Wieso brauche ich jemand an meiner Seite? Warum? Weil das ein Zeichen ist, dass du gut genug bist. Dann Der sehen mir dann alle. eine Sicherheit gibt und so weiter, lauter solche Glaubenssätze, die dann da so aktiv sind. Und Das dann fragt man, wollen fühlst du dich jetzt sicher mit deinem Partner? Nö. Ah, wieso nicht? Ja, weil er mir keine Sicherheit gibt. Aha. Und er soll dir also Sicherheit geben, damit du dich sicher fühlst. So rum läuft es halt nicht. Ich fühle mich sicher, dann gib mir meinem Partner Sicherheit. Das ist halt dieses richtig Schwere, ja. Wirklich zu sagen, ich muss es mir erst selber geben. Genau. Ich kann mir das selber geben, weil es ist nur eine Energie, es ist nur eine Vorstellung, es ist sowieso nur etwas, was ich mit mir ausmache. Und wenn ich dann diese Erfüllung in mich reinkriege, bedingungslos, das heißt eben bedingungslos, ohne irgendwas im Außen, ohne irgendeinen Zusammenhang, einfach sage, no matter what, ich bin erfüllt, ich bin in Ordnung. Und sich dann auch mehr und mehr zu fühlen, oder das ist ja dann auch noch so ein Unterschied, ja. Das ist eben dieses Training, das finde ich auch noch wichtig mal zu betonen. Dieses krasse Training, kannst du noch mal sagen, dieses krasse Training, weil meine Coachings, meine Mentorings, die sind Training. Warum ist es so?
Warum trainiere ich so hart mit euch? Ja, weil es einfach, ja, also was ich auch so wichtig fand, rauszugehen und das mitzuteilen und keine Angst mehr zu haben und dieses dranbleiben, wirklich dranbleiben. Nicht jetzt, ja, ich habe jetzt ein Video gemacht, dann ist es erledigt oder so, so wie du das auch neulich gesagt hast. Nein, ich mache das ja auch für mich. Ja, Und für dich, hier für kommt dich. gerade ein Kommentar. Danke fürs Teilen. Es sickert immer mehr ein. Ja, das ist genau das Einsickern, oder? Und sich Einsickern. wirklich auch mal Situationen zu stellen, wo man gedacht hat, nee, das mache ich jetzt nicht. Nee. Wie jetzt ein Video reinstellen oder sich auch wirklich auch mal in Emotionen zeigen, Situationen zu zeigen, einfach, es spielt keine Rolle, es passiert mir nichts, egal wie ich jetzt hier auftrete und sich absolut nackt zu machen, das ist auch so, so wichtig, wirklich zu sagen so und sich einzugestehen, ja. Ja, auch mein, was heißt Glaubenssatz, dieses Bestätigungsjunkie, was ich hatte, das wirklich vor allem zu sagen, doch, ich war ein Bestätigungsjunkie, ganz massiv, ja. Und dahin zu stehen und zu sagen, so, ja. Das war ich. Das war Ja, das ich. war Aber das ich. heißt nicht, Das dass macht nichts, in nein. dem Moment, wo ich das eben sage und wenn ich es sagen kann, habe ich es schon lange abgelegt. Ja. Genau. Das ist ja das Geile. Ich war das, ich war das, ich war das, ich war das. In dem Moment, wo ich mich eben damit nackig machen kann, habe ich es abgelegt. Ja. Und das sind diese wichtigen Prozesse, die man einfach nicht überspringen kann. Ja. Ich Und kann es nicht überspringen. dieses tägliche Dranbleiben und sich mitteilen und fand ich so wertvoll und so, so, so wichtig. Ja. Das hat mich so weit gebracht einfach. Immer mehr zu mir, ja. Und es war ja auch, bevor du in Rising Up bist, du hast ja immer mal ein bisschen was gemacht und hast du da noch mal ein bisschen gemacht und hast eigentlich schon mit dir gearbeitet. Aber sagst du aus deinem Mund, was war dieser krasse Unterschied, dann wirklich zu sagen, 3 Monate volles Commitment für Rising Up, anstatt, ja, ich kann mich ja auch für mich selber committen und mache das dann die Arbeit alleine. Das war ja auch für dich so lange so das Ding, wo du gesagt hast, das muss doch auch alleine gehen. Ja, weil ich das Prinzip ja verstanden hatte und ich dachte, das reicht mir. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Was war der Unterschied? Der Unterschied war einfach, dass du auch mich gespiegelt hast. Ja, du bist praktisch auch in meine Energie rein. Und ich konnte da so viel erkennen. Du hast ja dann praktisch mich wieder gespiegelt, meine Gedanken, die mir gar nicht bewusst waren. Und das kann ich nicht mit mir alleine machen. Das funktioniert nicht. Und da kam so, so viel Klarheit, ja. Und da bin ich halt schon eine, die unter die Haut geht. Ja, das fand ich richtig gut. Und auch diese Art und Weise von dir, dieses Vehemente und dann mal auch auf den Tisch zu hauen. Also mich nicht mit Samthandschuhen anfassen und zu sagen, ja, könntest ja mal. Nee, so, und jetzt. Ich meine, ich habe dich als Person ja schon immer mit Samthandschuhen angefangen. Ich habe einfach mit deinem Verstand gekämpft. Ich bin einfach in dein Hirn rein. Und habe gesagt, ich lasse mir das von dir nichts weiß machen, oder? So ungefähr läuft es, oder? Dann gehe ich da rein und sage, ja, mein Lieber, kannst du mir schon lange erzählen, aber ich weiß besser, was da dahinter noch ist. Und ich kram dann das Zeug raus, ja? Und das ist einfach so meine Spezialität, weil ich keine Angst mehr davor habe, weil ich weiß, es muss raus. Das ist wie. Keine Ahnung, wie soll ich sagen, irgendeine Wucherung, die sich da festgesetzt hat im Hirn und die muss auseinandergezogen werden. Das ist wie so ein verfilzter Wollknäuel, der sich festgesetzt hat in Gedanken und Überzeugungen und den kann man da nicht lassen. Der muss rausgezogen werden und auseinandergenommen werden und auf den Tisch gelegt und dann ist der weg. Und das ist halt manchmal ein bisschen unangenehm.
Ja, man hat es ja gespürt und wollte es dann wieder irgendwie deckeln und dann nicht ehrlich sein. Und das ging gar nicht. Das ging nicht. Wo ich dann auch gemerkt habe, so, das muss jetzt raus hier. Sei jetzt ehrlich zu dir, ja? Ja, das ist halt wirklich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Ort gibt, wo man das bekommen kann. Neu kriegt man das jetzt auch bei der Andrea. Weil du musst wissen, dass das gut ist, ja? Dass das Einzige ist, was wirklich hilft und wer dann bereit ist, sag ich mal, diese Hirnoperation zu machen bei sich selber. Der kriegt nur positiv. Der kriegt wirklich das Himmelreich. Der kriegt alles. Aber es geht halt hier auch nicht die halben Sachen, ja. Wir haben es gesehen, die wirklich die ganzen Sachen, die alles machen, die all in gehen und all in weitergehen, die kriegen nachher. Ja, da passiert dann auch was. Nein. Ja, genau. Ja, und Da das passiert, das passiert Großartiges und da passiert, da fallen kiloschweise fallen Lasten ab, nicht auch körperlich und mental und man wird freier und fühlt sich endlich mal wirklich wohl in seiner Haut. Wie oft es Und darum geht es gehagelt letztendlich. hat bei uns in den Coachings. Ja, und das sind halt diese Dinge, oder wenn die angesprochen werden, wenn die punktgenau angesprochen werden, attackiert werden mit so einem Hagelkorn, dann können die wie nicht mehr versteckt bleiben und dann kommt es raus, ja. Und wir sind da alle gleich, wir haben den gleichen Bullshit gefressen. Ja, das macht keinen besser oder weniger besser, sondern wir sind da alle damit infiziert. Also deswegen ist es ja auch so cool. Wenn man das mal erkennt, dann kann man da auch wirklich blank ziehen, oder? Wirklich zack und sagen, ja, diese Scheiße läuft in meinem Hirn, aber es ist einfach eine Scheiße, die in meinem Hirn läuft. Ja, genau. Das heißt nicht, dass ich Scheiße bin. Da ist Scheiße, die in meinem Hirn läuft und die manifestiert sich im Außen und ich möchte das aber jetzt nicht mehr haben. Also muss die Scheiße raus, damit sich die tollen Sachen Genau. manifestieren. Und dann zu merken, so, ich entscheide das jetzt. Was passiert? Mache ich so weiter? Lebe ich so weiter wie die letzten 50 Jahre oder so? Will ich jetzt ein geiles Leben, aber wirklich geiles Leben. Ja. Ich glaube, ein großer Hemmschuh, wo du auch sagen kannst, für dich war tatsächlich noch die Vorstellung, wenn ich es verstanden habe, dann muss ich es alleine schaffen. Das hat, glaube ich, dich einige Zeit gekostet. Ja, ich dachte immer so, nein, ich kann das alleine. Ich wollte mir das selber beweisen irgendwo. Ja, dass ich das alleine schaffe, ja, dass ich da mich nicht irgendwie abhängig mache, aber das hat mit einer Abhängigkeit, glaube ich, gar nichts zu tun. Also so sehe ich das überhaupt nicht, nein. Ich meine, wenn ich eine Putzfrau hole, die mir mal beim Großputz hilft, dann bin ich ja auch nicht Putzfrau abhängig. Dann kann ich ja nachher immer noch die kleinen Sachen selber putzen. Ungefähr könnte man das so Ja, das ist eine Unterstützung. vergleichen. Eine Unterstützung im Weiterkommen. Und ja, und ich will ja schneller weiterkommen. Also. Schneller und eben, ich möchte es nicht so schwer haben. Ich möchte Das es auch. einfach auch nicht so schwer haben. Und ich glaube, das ist das, was man einfach erkennen muss. Hier geht es nie darum, dass ich es nicht alleine kann. Ich kann alles irgendwo alleine lösen, aber es ist ja auch noch lustig zusätzlich, wenn ich das mit jemandem zusammen mache, wenn ich eben dann doch wieder dieses Verständnis auch habe in meinem So-Sein und in meinem Prozess auch diese Community, weil ich bin nun mal keine Insel. Ich bin nun mal keine Insel. Ich bin zwar Schöpfer und ich schöpfe all meine Geschöpfe, die da sind für mich, aber das muss ich halt auch erstmal verstehen, wie das funktioniert, wie ich mit anderen in Relation bin. Und das werden ganz, ganz andere Beziehungen, ja.
Und ja, jetzt kommen wir mal zum Ende, aber was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, was wir halt auch noch gemerkt haben, oder? Man hat so den Drang irgendwie, sich zu verbinden. Und gleichzeitig ist es das Schlimmste, was ich machen kann. Mich mit anderen verbinden und sagen, oh ja, ne, das Problem habe ich auch und da geht es mir schlecht. Da bin ich dann halt in der Mitte und sage, nee, Leute, ihr müsst euch da in eurem Mangel oder in eurem Drama zusammen, das ist kontraproduktiv. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht Freunde sein kann, das heißt nicht, dass man sich nicht mögen darf, dass man nicht zusammen sein darf, aber es muss irgendwo mal ein Level erreicht werden, wo eine alleinstehende Position, eine stabile Position erreicht wird. Weil sonst zieht man sich gegenseitig immer wieder runter. Ja, das war ja bei uns oft so, oder das, da kann ich dich ja voll und ganz verstehen. Ja, das würde mir jetzt genauso gehen. Also das war wirklich kontraproduktiv, ja. Also. Genau, und das haben wir jetzt aus unserer Gruppe, haben wir das sowieso total eliminiert, das geht gar nicht. Und dann habt ihr das dann so selber noch privat so ein bisschen gemacht. Bis dann der Groschen gefallen ist und gesagt hat, wenn ich will, dass meine Freundin genauso oder meine Kollegin oder Programmbegleiterin weitergeht, dann kann ich das nicht machen. Dann kann ich das nicht machen. Und dann auch noch dem Verstand zu sagen, ich bin aber keine Böse, wenn ich das nicht mache. Ja. Und dann, ich sage, geh ins Programm rein, geh in die Telegram-Gruppe rein, löse es da, neutralisiere deine Probleme da, zeig sie dort und dann so läuft es halt nun mal im Leben, oder? Ich kann niemanden anderes reinziehen in mein Zeug. Und ich würde so gerne, ja, damit ich in meinem Zeug nicht alleine bin, würde ich gerne jemanden reinziehen. Und jemand, der wirklich diese Arbeit versteht, der darf sich dann auch nicht mehr reinziehen lassen. Weder von Freunden oder Bekannten, sondern muss dann einfach wirklich neutral bleiben. Und das ist eben auch noch diese nächste Leistung, sag ich mal, die ich da bringe in diesen Programmen, dass ich das Ganze einfach neutralisiere und jeden auf seinen eigenen Platz stelle, dass er selbst erfüllt ist und dann in Beziehung geht. Ja, das ist auch völlig gegen das Konzept unseres Verstandes. Ich versuche mich immer zu klümmeln oder in meiner Unerfülltheit irgendwie zusammenzutun und dann bleibe ich da stecken. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich so happy und so glücklich, dass eben Frauen wie du, sag mal zwei Andreas, Andrea Braun, Andrea Wochinger, die das wirklich alles durchlaufen haben und durcharbeitet haben, sich dann zur Verfügung stellen, diese Arbeit weiterzugeben und das weiterzutragen. Da bin ich so, so happy, dass Menschen dann wirklich glaubhaft, du bist glaubhaft jetzt, weil du dir selber glaubst. Ja. Weil du dir selber glaubst, weil du auf dich selber dich verlassen kannst und weil du das Ganze einfach durchschaut hast, sage ich jetzt mal. Und aus dieser Position kannst du eben wirklich, wirklich hilfreich sein für andere Menschen und kannst deinen Herzenswunsch jetzt ausleben und Leuten das geben, was sie brauchen und was sie wirklich weiterbringt, Genau. ohne gleichzeitig eben selber zu geben. Ja? Zu geben. Weil es gibt keine Energievampire. Es gibt nur ich. Suche jemanden, der mich braucht. Und dann sage ich dem, der ist ein Energievampir. So ist es, ja, genau. Gibt keine Energievampire, es gibt niemanden, der irgendwas von mir will. Es gibt nur mich, wo ich die ganze Zeit versuche, von mir zu geben, anstatt die Menschen eben dahin zu erheben in ihren eigenen Mindset. Genau. Und da braucht es nichts von mir. Ich bin auch nie müde oder so nach den Coachings. Ich bin nie ausgelaugt. Ich bin nie angestrengt. Und ich habe manchmal wirklich, vor allem in 1:1, habe ich wirklich Auseinandersetzungen mit Verständen, mit Denkern. Das ist manchmal
ist es wie ein Exorzismus. Und da muss dann echt aufgeknackt werden. Das ist nicht so schön. Ich will es einfach nur noch sagen, aber man muss halt auch bereit sein, ja. Und jemand wie du, wo das auch erkannt hat, wie gut es tut, kann Absolut. es jetzt anderen weitergeben und kann sich auch erlauben zu sehen, dass wenn ich jetzt einen Verstand aufknacke, dann heißt es nicht, dass ich respektlos oder lieblos Der bin der Grenzen anderen Person. überschreitet oder so, genau. Ja. Aber das Wichtigste ist eben, ich darf niemals ohne Auftrag handeln. Niemals. Wenn der Auftrag klar kommt, über eine Buchung, ganz klar, dann weiß ich, ich darf handeln. Genau. Oder, und das ist einfach so, da muss ich einfach wirklich auch die Finger davon lassen, wenn kein Auftrag da ist. Ich glaube, das ist auch noch eines der wichtigsten Dinge, wo ich auch immer in meinen Coachings weitergebe, weil sonst du eckst einfach an. Ja, die Leute entscheiden sich ja, die bei dir buchen. Die wollen ja weiterkommen. Genau. Und Ist da, ja die man muss Entscheidung der wirklich Frau. weiterkommen wollen. Und es gibt immer wieder welche, die aussteigen. Muss ich auch immer ganz oft sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt immer wieder welche, die aussteigen, die es einfach persönlich nehmen. Und das ist keine Arbeit, die in die Persönlichkeit reingeht. Das ist nichts Persönlichkeitsentwickelndes. Das ist ein Tod der Ego-Persönlichkeit. Die muss sterben. Die muss sich nicht entwickeln, sondern die stirbt und wird ersetzt durch meine Divine Design Persönlichkeit, durch mein Die wahrhaftiges Wahrheit, Sein, ja. durch meine Wahrheit. Genau. Und das muss ich begreifen, sonst lasse ich ja mein altes Ich, kann ich ja nicht sterben lassen, wenn ich kein neues habe, So ist. wo ich einsteigen kann. Genau. Ja, liebe Andrea, ich danke dir mega, mega, mega. Wir haben hier wirklich Gerne. viele Zuschauer gehabt. Und es ist immer so eine Inspiration, wenn jemand wirklich von diesem Weg erzählt, der einzigartig ist, oder? Ist ja absolut, ja. Also Bist dieser du Weg ist genau. einzigartig und den gibt es jetzt eben neu auch bei der Andrea in Begleitung. Ich denke, man darf dir schreiben, oder? Sicher, klar. Man darf dir schreiben, hier auf Facebook, Messenger und anfragen, wenn Ja. man von ihr begleitet werden will, wenn man ihren Erfahrungen profitieren möchte. Und ich bin völlig sicher, jeder, der sich an dich wendet, wird genau das bekommen, was er braucht, weil du bist es gegangen, du bist den Weg gegangen.